Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Fast wollte ich noch sagen, eine angenehme Nacht. Weil diese Predigten, diese Aufzeichnungen werden ja auch über YouTube und über Anixe in der Nacht gesendet. Also fühl dich angesprochen zu jeder Tag- und Nachtzeit. Aber herzlich willkommen, dass du, dass sie da sind. Wir wollen mal kurz so an der Bühne entlang gehen und unsere wunderschöne Dekoration betrachten. Wir wollen einmal lesen, was hier geschrieben steht. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Das steht im Lukas Kapitel 1, Vers 31. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Sein Name ist ein felsenfester Turm. Sein Name gibt uns Halt in jedem Sturm. Sein Name hat die Macht zu erretten. Der Name Jesus hat die Macht zu erretten. Amen an dieser Stelle. Jesus, der Name Jesus hat die Macht. Wir wollen hier festhalten, es geht um den Namen Jesus. Es geht um die Person Jesus. Also die Person Jesus hat die Macht zu erretten. Wir halten weiterhin fest, es steht hier nicht, dass Gebet uns rettet, dass die Dienste uns retten, dass die Organisationen uns retten. Nein, es steht hier, der Name Jesus hat Macht. Wir befinden uns also in einem solchen Bereich, der Name Jesus. Und ich füge hinzu, und nichts anderes. Wir konzentrieren uns auf den Namen Jesus. Wir konzentrieren uns des Weiteren auf Gott, den Vater, und konzentrieren uns des Weiteren auf den Heiligen Geist. Der Name Jesus als Person ist Mittelpunkt, Bestandteil des Evangeliums. Nochmals, nicht das Drumherum. Das rettet uns nicht. Das ist gut. Das ist wichtig. Das ist sinnvoll. Aber wer rettet uns? Der Name Jesus. Es ist egal, wie diese Gemeinde heißt. Es ist egal, wie sich diese Denomination nennt. Es ist der Name Jesus, der erretten kann und der die Macht hat und dich und mich in die Ewigkeit führt. Amen. So, nun starten wir unser Christenleben und der Name Jesus hat uns errettet. Und nun beginnt diese christliche Laufbahn. Wir lernen zu beten. In der Bibel steht, wer nicht bittet, der bekommt auch nichts. Es steht darin, wer bittet, dem wird gegeben. Wir lernen in unseren christlichen Denominationen zu handeln, sie zu organisieren, Dienste zu tun. Wir entfalten uns, weil auch der Heilige Geist in uns Gaben gegeben hat. Wir werden stärker und stärker und stärker in diesen Dingen, richten uns aus. Und jetzt Achtung, hier lauert eine Gefahr. Hier lauert der Moment, in dem wir den Namen Jesus, diesen Moment der Errettung, wo es nur um ihn ging, nur um die Person ging, hier lauert die Gefahr, dass wir diesen Moment verlassen. Dass unsere Aufmerksamkeit, unsere Wichtigkeit, unsere höhere Präzisionskraft in unserem Leben dem gilt, was wir tun. Dem gilt, was wir erschaffen. Dem gilt, was wir darstellen. Dem gilt, die Dinge der Bibel umzusetzen. Und ich betone noch einmal, es ist wichtig und gut, dass wir es tun. Und wir sollen danach streben. Wir sollen es tun. Und noch einmal, Achtung. Wir können hier diese
Präzisionsvorgabe, der Name Jesus. Wir können diesen Moment verpassen und verlassen. Als Jesus die Jünger aussandte, vor sich her schickte, heilten sie die Kranken. Sie trieben Dämonen aus, böse Geister. Sie kamen zurück, hoch erfreut. Jesus sagte zu ihnen, und es ist geschrieben in Lukas Kapitel 10, Vers 20, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Er legte hier deutlich fest, hey, es ist gut und ich habe euch geschickt. Aber freut euch nicht, dass ihr Macht habt. Freut euch nicht, dass es funktioniert, dass der Name Jesus Kraft hat. Sondern freut euch, dass ihr dadurch im Himmel, im Buch des Lebens niedergeschrieben seid. Freut euch, dass ihr mich habt, dass ihr Gott habt. Das ist das Zentrum. Freut euch nicht um das Drumherum. Freut euch an mir, an Gott, an dem Zentrum, an jenem, der diese Gnade schenkt, an jenem, der sie gibt, an jenem, um noch weiterzugehen, der sie ist. Du bist, wer du bist, weil Gott es ist, der dich so geschaffen hat. Weil Gott es in dich hineingelegt hat. Weil Gott dir die Gnade gegeben hat, die Dinge zu tun, die du tun kannst. Es ist Gott. Es ist nicht die Tatsache, dass du beten kannst, dass du organisieren kannst, dass du forsch vorangehen kannst. Das ist gut und richtig. Es ist Gott. Zu leicht kommen wir in diese Richtung, um uns dann darüber Gedanken zu machen, über 1. Petrus Kapitel 5, Vers 5. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Zu leicht ist es uns, diese Gewalt, die Gott uns anvertraut hat, zu verwenden für unsere persönlichen, ja erlaubt mir zu sagen, unsere menschlichen Bedürfnisse, vielleicht sogar, und ich werde jetzt recht hart zu befriedigen, wir missbrauchen möglicherweise diese Tatsache, Kinder Gottes, aus der Gnade Gottes zu kommen, um diesen Dingen Raum zu geben, die uns drängen. Und ich wiederhole noch einmal, es ist richtig und wichtig, dass wir Gemeinde bauen, dass wir Menschen erbauen, dass wir beten, dass wir die Dinge alle tun. Aber Zentrum ist und bleibt Gott. Es dreht sich nur um ihn. Es dreht sich nicht um die Gemeinde. Es dreht sich nicht um dich und mich. Es dreht sich um Gott. Wir haben hier eine Passage in der Offenbarung, Kapitel 4, Vers 9 bis 11. Und ich möchte einmal lesen. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen, Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft. Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Leute, da steht nichts von Gebet, da steht nichts, wir müssen dies und das tun, wir müssen kämpfen, wir müssen alles wichtig. Hier steht, sie fielen nieder. Sie gaben ihm Ehre. Sie beteten ihn an. Punkt. Nichts. Es geht nur um ihn. Es geht nur um ihn. Wie oft verlassen wir diese Tatsache und gehen gleich in Handeln hinein, gehen gleich in die Dinge hinein. Lasst uns ihn
wieder aufnehmen in unser Herz, in unseren Sinn, in unsere Aufmerksamkeit. Es geht um ihn. Er ist es. Er füllt dein Herz. Er füllt deine Seele. Er füllt dich mit Kraft. Und hier ist jetzt der Vergleich angebracht, wenn du menschlich gesprochen vor Kraft strotzt und du sagst und behauptest, heute Nacht habe ich gut geschlafen, ich bin voll Kraft. Was hast du getan in dieser Nacht? Mit Verlaub, nichts. Du bist gelegen, du bist geruht, du hast dich entspannt, du hast geschlafen. Und dennoch bist du mit Kraft erfüllt. Und das ist der Moment, wenn wir, und ich möchte dieses Wort nun verwenden, Gott anbeten. Wenn wir zu ihm kommen, in dieser Stille, in dieser Anbetung, in diesem Raum geben für Gott, meinem Gott. Er schenkt mir die Kraft. Er lässt uns vor Kraft strotzen. Und dann habe ich Lust, die Dinge zu bewegen. Dann habe ich Lust, mit Kraft vorwärts zu gehen. Dann habe ich Lust, die Welt zu erobern. Aber erst gilt die einzigste Aufmerksamkeit ihm, unserem Gott. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Unser Gott im Himmel, Jesus Christus, unser Vater im Himmel, Gott, der Heilige Geist, ihm gebührt diese Anbetung, unserem dreieinigen Gott. Und dann kommen wir und es geht weiter. Ich habe noch eine Passage aus der Offenbarung, die höchst interessant ist in diesem Zusammenhang. Es geht um die sieben Sendeschreiben. Es geht um die Offenbarung Kapitel 2 und ich lese von Kapitel 2 bis Vers 5. Es geht hier um Ephesus, das Sendeschreiben an Ephesus. Ich möchte diese Übersetzung wählen, die neue evangelistische Übersetzung. Und ich beginne und ich kommentiere dann auch gleich dazu. Ich beginne in Vers 2 und Jesus sagt zu der Gemeinde in Ephesus, ich kenne dein Tun. Ich möchte das auch gleich kommentieren. Jesus sagt, ich habe ein Auge auf dich, ich weiß, was du tust. Ich kenne dein Tun, was du machst. Es geht weiter, er sagt, ich kenne dein Tun, deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ja, das ist gut. Jesus erkennt die Ausdauer, den Einsatz. Er erkennt, und ich möchte sagen, was wir tun, er erkennt, was in dieser Gemeinde in Ephesus getan wurde. Er sieht es. Und diese Ausdauer deutet darauf hin, das war keine Eintagsfliege, das war von dauerhaftem Bestand. Er fährt fort. Ich weiß auch, dass du niemand ertragen kannst, der Böses tut. Gut. Diese Gemeinde ist echt. Sie handelt. Und sie weiß, was sie will. Sie handelt exakt danach. Böses? Nein. Jesus. Evangelium? Ja. Sie macht einen Schnitt. Gut. Ich fahre fort. Du hast die, die sich als Apostel ausgeben, geprüft und sie als Lügner entlarvt. Da konnte keiner kommen und konnte dieser Gemeinde etwas erzählen. Er konnte sie nicht auseinanderdriften. Diese Gemeinde, sie war stark im Wort, sie war stark im Glauben. Sie hat gewusst, was abgeht. Gut. In Vers 3, du hast geduldig für mich gelitten und nicht aufgegeben. Wow. Hier war wohl auch Verfolgung, hier war wohl auch
Dinge, die herausfordernd waren für diese Gemeinde. Sie haben leiden müssen und haben nicht aufgegeben. Gut. Und jetzt könnten wir denken, yeah, super. Doch hier kommt Vers 4. Doch den einen Vorwurf muss ich dir machen. Okay. Da ist noch eine Kleinigkeit. Da ist noch etwas, was nicht ganz im Butter ist. Wir hören, was Gott sagt. Du hast deine Anfangsliebe vernachlässigt. Ha? Du hast deine Anfangsliebe vernachlässigt. Denk einmal darüber nach, wie weit du davon abgekommen bist. Gott sagt hier, hey, alles gut, dies gut, jenes gut, das gut, super gut, fleißig, klasse, aber ich habe was gegen dich. Du bist von deiner Anfangsliebe abgekommen. Und jetzt denk mal darüber nach, wie weit du davon weggekommen bist. Der Name Jesus. Es geht nur um Gott. Es geht nur um ihn. Es geht nur um diesen zentralen Punkt. Jesus. In deinem Herzen. Deine Aufmerksamkeit. Dein Sein, dein Inbegriff, dein Fundament. Kannst du dich daran erinnern, wie es war, als du zum Glauben kamst, als du erfüllt warst, als du feurig warst, als du überführt warst, zu dem Zeitpunkt, als dich dieser Glauben radikal verändert hat, was du getan hast, du hast die Bibel verschlungen, du hast es nicht abwarten können, in Gottesdienst zu kommen. Du hast Gott gepriesen, wo auch immer du warst, im Spazierengehen, im Wald. Du hast die Schöpfung erkannt. Dein Herz hat geschlagen für Gott. Die erste Liebe. Und Gott sagt hier zu der Gemeinde, hör mal, alles gut, was ihr da tut. Aber du hast etwas vernachlässigt. Und denk einmal darüber nach, wie weit du von dem abgekommen bist. Er sagt, denk darüber nach. Er gibt uns die Gelegenheit, nachzudenken. Uns zu entsinnen, wie es damals war. Wo komme ich her? Was hat mich berührt? Es ist Gott. Der Name Jesus, Gott, den Vater, Heiliger Geist. Nur er. Es ist er. Und Jesus sagt, ändere deine Einstellung und handle so wie am Anfang. Er sagt, es ist nicht zu spät. Ändere diese Einstellung. Komm und ändere sie. Und handle so wie am Anfang es in dir vorging. So, was du getan hast in dieser Zeit. Was dich bewegt hat. Was dich beschäftigt hat. Was dich erfüllt hat. Es ist Gott. Und hier ist dieser Moment wieder, wo ich einsetzen möchte. Wir instrumentalisieren des Öfteren Gemeinde. Wir instrumentalisieren des Öfteren die Dinge, die in der Bibel stehen. Und plötzlich ist nicht mehr Gott der Mittelpunkt, sondern das Instrument. Lasst uns beten für dies, lasst uns beten für das. Komm, lasst uns dies und jenes machen. Ja, es ist wichtig. Du hast deine Anfangsliebe vernachlässigt. Wir laufen Gefahr, diesen Punkt zu verwirklichen. Und jetzt könnte man sagen, okay. Kann ja mal passieren und es wird auch immer wieder passieren. Und Jesus sagt hier aber auch, ändere deine Einstellung. Wir können immer wieder umkehren. Aber was Jesus hier noch sagt, erschreckt. Jesus sagt,
Wenn du dich nicht änderst, werde ich gegen dich vorgehen und deinen Leuchter von seinem Platz unter den Gemeinden wegstoßen. Und das finde ich hart. Das finde ich sehr hart. Lasst uns nicht in diese Gefahr kommen, ihn aus unserem Zentrum, aus unserem Blickwinkel zu verlieren. Es scheint so, als ob Jesus diesen Wert darauf legt, er ist das Zentrum. Es dreht sich nur um ihn, um Gott und um den Heiligen Geist, nur um diese Dreieinigkeit Gottes. Er ist das Zentrum. Es dreht sich um ihn. Und lasst uns dann an dieser Stelle überlegen, wie weit wir weggekommen sind in unseren organisatorischen Formen und sonstigen. Und lasst uns wieder einfließen, wie es am Anfang war. Dieses Neuentdecken Gottes, diese Begeisterung, diese Lebendigkeit, dieses Wirken des Heiligen Geistes in uns, diese Kraft und Power, die wir verspürt haben, wie Verliebte, schaut den Verliebten in die Augen, schaut, wie sie sich behandeln, schaut sie an. Jesus sagt in Johannes Kapitel 14, Vers 31, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und tue, wie mir der Vater geboten hat. Die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe. Jesus hat gebetet, Tag und Nacht, Nächte durchgebetet. Und er sagt, die Menschen, die Welt soll sehen, dass ich den Vater liebe. Liebe. Wir können diese Liebe nicht generieren, wir können sie nicht von uns selbst herausbringen. Diese Liebe entsteht durch die Gemeinschaft. Diese Liebe entsteht durch diese Gemeinschaft mit Gott dem Vater, mit Gott dem Sohn, mit dem Heiligen Geist. Und so steht es auch in der Bibel, dass wir diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben sollen. Und Jesus sagt, dass ich den Vater liebe. Und das entsteht nur, wenn der Vater im Mittelpunkt steht, bei uns wie bei Jesus auch. Der Blick auf den Vater und ihn zu empfangen, von ihm die Kraft zu empfangen, von ihm das Leben zu empfangen, von ihm die Liebe zu empfangen. Und dann werde ich handeln können. Jesus sagt im Johannes Kapitel 15, Vers 13, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Diese Liebe, die Jesus hatte, sein Leben freiwillig hinzugeben, kam aus der Beziehung zu seinem Vater, kam aus der Begegnung zu seinem Vater, kam aus dieser Einzigartigkeit, du, mein Vater, kam von Gott in ihn hinein, nicht aus ihm als Mensch heraus. Und das geht nur, der Name Jesus, den Blick auf ihn zu wenden, ihn in den Mittelpunkt zu stellen, ihn anzubeten. Nur ihn. Es geht um Gott allein. Wenn du dich nicht änderst, werde ich gegen dich vorgehen und deinen Leuchter von seinem Platz unter den Gemeinden wegstoßen. Es ist damit nicht gemeint, dass diese Gemeinde zerstört werden sollte, sondern ihre Aufgabe, ihr Scheinen, ihr nach außen treten, ihre Darstellung, ihr Leuchten, diese Berufung, diese, was Gott dieser Gemeinde gegeben hat, wird er nehmen. Lasst es nicht so weit kommen in unserem Leben, dass wir diese einzigartige Liebe, Berufung, Gnade Gottes verpassen, indem wir in Aktionismus verfallen, indem wir in die Dinge verfallen und ihnen die höhere Wertigkeit geben als Jesus allein. Es genügt oftmals einfach nur, dieses
Jesus-Gebet zu sprechen. Was bedeutet einfach nur den Namen Jesus auszusprechen? Jesus, Jesus, Jesus. Wir richten uns nur auf seinen Namen aus. Gott, Gott und Heiliger Geist. Wir richten uns auf ihn aus. Er ist diese Einzigartigkeit. Und er möchte, dass wir es tun. Wisst ihr, es ist eminent wichtig. Ich möchte noch etwas lesen aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 4 und 5. Paulus schreibt hier, damit kann jetzt die Rechtsforderung des göttlichen Gesetzes in uns erfüllt werden. Und zwar dadurch, dass wir uns nicht mehr vom eigenen Ich, sondern vom Geist Gottes bestimmen lassen. Denn alle, die sich von ihrem Eigensinn bestimmen lassen, sind auf das bedacht, was ihre eigene Natur will. Wer sich aber vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Er bewirkt die Dinge in uns. Und wenn wir Gott in den Mittelpunkt stellen, wird sein Heiliger Geist unsere Natur überwinden und uns das in den Sinn geben, was Gott möchte, nicht was meine Natur möchte, mein Fleisch möchte, sondern was Gott möchte, was der Heilige Geist uns geben möchte. Lasst uns besinnen auf das, was Gott in unserem Leben ist, nämlich alles. Ich möchte an dieser Stelle enden und möchte noch kurz beten. Jesus, ich möchte dir danken für die Liebe und die Gnade, die du uns schenkst. Ich möchte dir danken, dass wir durch deinen Namen errettet sind. Und ich bitte dich jetzt, Jesus, dass dein Heiliger Geist, ja, dass dein Heiliger Geist uns bewegt, dass dein Heiliger Geist uns diese Dinge in unser Herz hineinlegt, dass wir diese Dinge tun, die du möchtest, die du vorbereitet hast. Nicht aus unserem eigenen menschlichen Tun, sondern von dem göttlichen Tun. Jesus Christus, du bist es. Und wir verehren dich. Wir beten dich an. Danke, Jesus. Amen.